Glaubt ihr wirklich noch an das verdammte Märchen? Von den kleinen Härchen, bunt wie Gummibärchen, die im Walde wohnen, schon seit Jahrmillionen und mit Zipfelmützen die Frisuren schützen. Ihre vollen Bärte sind doch voll die Härte. Jo, die altbewährte Zwergen voll vermummt und grenzt an Faustverdummung der Gebrüder Grimm. Echt schlimm. Dieser Unfug steht in allzu vielen dicken Bänden. Doch wo die Legenden enden, muss man Klartext senden. Nur noch nackte Fakten kommen in die Akten. Und die harten Daten, die uns hier erwarten, werden für die zarten intellektuellen Köpfchen der Nation wissenschaftlich eine Sensation. Und für die Brüder Grimm? Echt schlimm. Schlimm sind auch die alten Vorurteile, die seit langer Weile in nur einer Zeile das zusammenfassen, was die Zwerge hassen und nicht auf dich sitzen lassen. Zwerge heißt es, die sind klein und niedlich, fromm und friedlich, urgemütlich. Dabei sind sie, weiß ich, groß und kräftig, dreist und deftig, manchmal heftig. Zwerge, die sind krass und chesser, krass und krasser, bass und besser, immer besser. Hip und hipper, hopp und hopper, hopp und hopper, top und hopper. Locker. Und deswegen kann es auch im Zwergen leben, eben niemand der Sieben geben. Bumbosani, Claudi, Chaco, Cookie, Bubi, Spini. Die Sieben ist als Zahl genial. Ärgernissen. Alles, was wir über Zwerge wissen müssen, aber nicht zu fragen wagen, kann uns keine alte Sage sagen. Da muss man die Zwerge selber fragen und die äußern gleiche Unbehagen, denn sie haben allen Grund zu klagen, was die Märchenonkel da zusammentragen kann.